Gerade beim Thema Krafttraining fragt man sich natürlich, ist das eigentlich alles in Ordnung, was ich da mache? Ja? Zum Beispiel, wenn die Krankenakte schon so ein bisschen dicker ist, ja? Oder man gesundheitlich das ein oder andere schon hinter sich hat. Oder wenn man gerade mit dem Krafttraining erst angefangen hat. Und das ist völlig normal, dass man sich Fragen stellt wie, funktioniert das eigentlich jetzt genauso richtig? Ist das eigentlich korrekt, was ich da gerade mache? Wie oft darf ich das denn? Wie oft noch? Oder auch zum Beispiel, ja, soll sich das eigentlich so anfühlen? Ja? Oder oh, das, ich spüre das jetzt auch ein bisschen, vielleicht sogar Schmerzen. Ab wann ist das nicht mehr in Ordnung? So, natürlich gibt es bei Kisa dann auch Instruktoren und Instruktoren, die dir immer beiseite stehen können, die den Rat geben und sagen können, so und so ist es. Aber vor allem gibt es die medizinische Trainingsberatung. Das bedeutet, da checkt dich eine medizinische Fachperson einmal von oben bis unten durch und guckt genau, was ist denn das beste Training für dich, ja, für deine Bedürfnisse. Damit du wirklich sagen kannst, boah, ich gehe auf Nummer sicher, ja, ich mache das so, wie es für mich richtig ist. Ich minimiere das Risiko, mich zu verletzen. Ja, das ist ja gerade das Thema, wenn du irgendwo anfängst, einfach ohne, dass hier irgendjemand irgendwas sich anschaut und du wuchtest da die Gewichte durch die Gegend, das kann halt kritisch sein. Nach so einer Beratung fühlst du dich sicherer, wirst immer auch mal wieder angesprochen, ob da alles in Ordnung ist. Das tut einfach richtig gut. Könnte sein, dass ich sowas auch gemacht habe. Und ich muss sagen, das war ein angenehmer medizinischer Check und Besuch. Ist sonst ja nicht immer so. Das war aber ganz schön. Und ich habe mich danach wirklich besser gefühlt und muss auch sagen, ich spüre schon, wie gut das alles läuft.